herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute öffne ich Türchen Nummer 9 meines Adventskalenders. Hinter diesem Türchen versteckt sich ein Zimtgebäck. Zimtgebäck hält sich luftdicht verpackt 3 bis 4 Wochen und ist sehr einfach und schnell in der Zubereitung. Etwa in 7 Minuten ist der Teig fertig plus 10 Minuten Backzeit. Na gut, dann fangen wir an. Für den Teig brauche ich 125 Gramm Butter, ein Ei, 125 Gramm Puderzucker, 1 Teelöffel Zimt und 200 Gramm Mehl. Für die Deko brauche ich ein bisschen Vollmilchkuchenglasur. Zuerst schlage ich Butter, Ei und Puderzucker cremig. Zimt und Mehl rühre ich unter. Den Backofen heize ich auf 180 Grad vor. Den Teig fülle ich in einen Spritzbeutel mit großer Sternhöhle. Danach spritze ich Kringel auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche. Die Plätzchen werden im vorgeheizten Backofen etwa 8 bis 10 Minuten gebacken. Danach nehme ich die vom Blech und lasse auf einem Kuchengitter abkühlen. Nach Wunsch kann man die Plätzchen mit Schokolade oder mit Kuchenglasur dekorieren.